Rom platzt aus allen Nähten. Fast 1 Million Menschen leben um die Zeitenwende am Tiber. Wohnraum wird eng, von freien Grundstücken für Repräsentationsbauten ganz zu schweigen. Also zieht Caesar als erster Herrscher raus aus der Innenstadt des Forum Romanum und beginnt nebenan mit den Bauarbeiten für ein neues Forum. Sein eigenes. Prächtig soll es sein. Seinem Ansehen als mächtigstem Mann Roms soll es einen würdigen Rahmen geben. Und seine Nachfolger finden Geschmack daran und errichten ihrerseits noch größere Projekte, gefüllt mit den Schätzen ihrer Feldzüge. Dass dazu sogar ein ganzer Hügel abgetragen werden muss und Millionen Sesterzen aufgewendet werden, hält keinen von seinen Plänen ab. Dabei entsteht so ganz nebenbei auch das erste Kaufhaus der Geschichte. Mehr dazu erzähle ich bei einem Rundgang durch die Kaiserforen. Hallo und willkommen bei Arc Insight, dem Kanal für Architektur und Stadtgeschichte. In diesem Video besichtigen wir die 5 Kaiserforen und die Trajansmärkte. Wir stehen jetzt hier auf der breiten Via dei Fori Imperiali, im Rücken das Kolosseum und uns fallen als erstes die eindrücklichen Reste der Trajansmärkte und der Trajanssäule auf. Und hier beginnen wir auch unseren Rundgang. Drücke jetzt die Pause-Taste. Wenn du an der Trajanssäule angekommen bist, geht's weiter. Die Trajans- oder Siegessäule war ja Teil des Trajansforums. Aber wozu wurden denn diese Foren überhaupt errichtet? Nun, einerseits war das bisherige Zentrum, also das Forum Romanum, eben nicht mehr groß genug, um genügend Gebäude für die öffentlichen Angelegenheiten eines Weltreiches, zu dem Rom ja jetzt aufgestiegen war, zu beherbergen. Verwaltungsgebäude, Gerichtssäle, Tempel, Bibliotheken und so weiter. Aber man empfand es auch nicht mehr als repräsentativ genug. Die neuen Anlagen sollten dann aber auch durch ihre prächtigen Ausführungen dem jeweiligen Kaiser zur Selbstdarstellung dienen. Und unter Kaiser Trajan erreichte das Römische Reich ja schließlich seine größte Ausdehnung. Klar, dass er durch das repräsentativste und größte Forum seine Macht unterstreichen wollte. Es war ja das 5. und damit auch letzte der Kaiserforen. Caesar hatte ja das 1. errichtet, dann folgten Augustus, Vespasian und Nerva und zuletzt eben Trajan. Von den ganzen Gebäuden sind heute vor allem die Siegessäule und ein Teil der berühmten Markthallen erhalten. Wobei diese eigentlich schon außerhalb des Forums stehen. Die weithin sichtbare Säule wurde im Jahr 113 im Namen des römischen Senats aufgestellt, um die Leistungen Trajans zu würdigen. Sie ist etwa 35 Meter hoch und war ursprünglich farbig gestaltet. Sie ist damit nicht nur ein bedeutendes Zeugnis kaiserlicher Macht, sondern auch der römischen Bildhauerkunst. Die Säule ist aus einzelnen Marmortrommeln zusammengesetzt. Die aufeinandergesetzten Blöcke wurden mit Bleidübeln gegen ein Verschieben gesichert. Im Mittelalter erweiterten Bleiräuber die Öffnungen gewaltsam, um an das Blei zu gelangen. Es ist ein spiralförmig ansteigendes Relief, das aufgerollt eine Länge von 200 Metern hätte. Dargestellt sind die beiden siegreichen Feldzüge Trajans gegen die Daker. Sie lebten damals um die Karpaten im heutigen Rumänien. Die untere Hälfte der Säule schildert den ersten Feldzug der Jahre 101 und 102 und die obere Hälfte den zweiten Feldzug 3 Jahre später. Der Fries windet sich 25 Mal vom Sockel bis zum Kapitell und war zu seiner Zeit ein architektonisches Novum, das dann aber auch von späteren Kaisern wie Marcus Aurelius übernommen wurde. Es sind über 2600 Figuren dargestellt, allein Trajan erscheint 58 Mal auf der Säule. Die Figuren sind jeweils ungefähr 60 bis 70 cm groß. Was wurde denn nun im Einzelnen dargestellt? Interessant ist, dass direkte Kampfhandlungen weniger häufig dargestellt sind, als man das vielleicht erwarten würde. Stattdessen werden zahlreiche Bilder von Soldaten gezeigt, die schön geordnet zum Beispiel die Donau überqueren. Die große Figur stellt dabei die Personifizierung der Donau dar.
oder wie sie Bauarbeiten durchführen, während Trajan, der Fünfte, von unten rechts die Arbeiten überwacht. Oder wie sie an Ansprachen von Trajan teilnehmen. Man vermutet, dass damit der Bevölkerung Roms eine geordnete Kriegsführung und Inbesitznahme eines Landes gezeigt werden sollte, um Trajans Image als Mann der Gerechtigkeit, Mäßigung und Zurückhaltung zu unterstützen. Auch der Selbstmord des Daker Königs Decebalus fällt relativ verhalten aus. Die Trajanssäule ist übrigens im Innern hohl. Über einen kleinen Zugang an der Seite des Sockels erreichbar, führt eine Wendeltreppe zur Plattform hinauf. Kleine, in den Mantel eingehauene Schlitze beleuchten die 185 Treppenstufen. Im Sockel der Säule wurde die goldene Urne mit der Asche des Kaisers aufbewahrt. Der Sockel trägt auch eine Inschrift, die besagt, dass die Trajanssäule genau dieselbe Höhe hat, wie der Hügelausläufer den Trajan für sein Forum abtragen ließ. 35 Meter. Wir sprechen gleich noch über diese gewaltigen Grabarbeiten. Trotz zahlreicher Erdbeben neigt sich die Trajanssäule heutzutage übrigens weniger als ein halbes Grad aus dem Lot. Oben auf der Plattform befand sich ursprünglich eine vergoldete Statue des Kaisers. Man hat sie im Mittelalter eingeschmolzen und Papst Sixtus V. ließ 1587 eine Statue des Apostels Petrus montieren. Die Siegessäule ist ja, wie gesagt, nur ein kleiner Teil des eigentlichen Trajansforums. Die Rekonstruktion lässt die ursprünglichen Ausmaße erahnen. Wir können nun etwas an den Resten des Forums entlangschlendern und weitere Aspekte beleuchten. Es ist ja das zuletzt errichtete und größte der Kaiserforen. Aus Platzgründen wählte Trajan den noch weitgehend unbebauten Quirinalshügel. Da er jedoch sein Forum nicht auf einer Anhöhe errichten lassen wollte, ließ er das Erdreich des Hügels, der das Kapitol mit dem Quirinal verband, abtragen. Immerhin eine Höhe von rund 35 Metern. Für das aufwendige Unternehmen wurden ferner eine ganze Reihe von Häusern, die sich hier befanden, eingeebnet. Nach 10-jährigen Vorarbeiten wurde der Komplex ab dem Jahr 107 errichtet und rund 35 Jahre später endgültig eingeweiht. Die Finanzierung erfolgte wohl weitgehend aus der Beute der Dakerkriege. Durch einen Triumphbogen an der Schmalseite betrat man den freien Platz. Er war 300 Meter lang und 185 Meter breit und in der Mitte war ein Reiterstandbild des Kaisers. Der Platz war vollständig mit Carrara-Marmor gepflastert. Umfasst wurde er von Säulengängen. An beiden Seiten war jeweils eine Exedra, ein nischenartiger Raum, angebaut. Außerhalb der Exedren befanden sich, durch Straßen getrennt, Märkte in konzentrischer Form. Den nördlichen Markt, den wir heute noch sehen, stützte den abgegrabenen Rand des Quirinalhügels. Überquerte man den Forumsplatz, stand man vor der Basilika Ulpia, die der Rechtsprechung diente. Diese fünfschiffige Basilika besaß mit 130 x 125 Metern ebenfalls gewaltige Ausmaße. Im Vordergrund sind noch einige Säulen der Basilika erhalten. Daran anschließend standen zwei Gebäude, die die Bibliothek beherbergten. Und zwischen den Bibliotheken befand sich die Trajanssäule. Von den Fenstern aus konnte man also gut deren Reliefs aus der Nähe betrachten. Ganz am Ende befand sich ein Tempel, der dem vergöttlichten Trajan geweiht war. Was es mit dem Prinzip der Vergöttlichung eines Herrschers auf sich hat, habe ich im Video zum Forum Romanum erklärt. Wenn man heute einen Blick von oben auf die Anlage wirft, kann man anhand der Siegessäule und den halbrunden Trajansmärkten in etwa den Umriss der gesamten Anlage erahnen. Sie ragt noch deutlich über die breite Via dei Fori Imperiali hinaus. Gehen wir jetzt zu den mehrgeschossigen Markthallen. Am besten hörst du dir ein paar Details an und schlenderst dann selbstständig durch das Gebäude. Das
Das weltweit erste Einkaufszentrum aus roten Ziegelsteinen mit hohen Gewölben begrenzt heute ja eindrucksvoll den Bezirk des Forums gegen den aufsteigenden Quirinalshügel. Man nimmt an, dass die dem Trajansforum vorgelagerten Märkte auch deshalb entstanden, weil der Berghang abgestützt werden musste. Nicht umsonst erinnert die Form des Bauwerks an eine Staumauer. Auf mehreren Etagen, in lauter kleinen Geschäften, hatte man das Erlebnis einer allzeit stabilen Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und Luxusgütern aus allen Teilen des Reichs. Neben dem unmittelbaren Nutzen als Verbrauchermarkt symbolisierte sich hier also auch der Machtanspruch Roms über die damals bekannte Welt. Hier waren mehr als 150 Einzelläden untergebracht. Alles vom teuren Schmuck und Parfum bis zu Obst und Gemüse wurden angeboten. Das oberste Stockwerk beherbergte Lager für Öl, Getreide und Wein. Gebaut wurde es etwa zur gleichen Zeit wie das Trajansforum. An beiden Seiten der Fassade sind zwei halbrunde Kuppelsäle zu erkennen, die wahrscheinlich als Vortrags- oder Unterrichtsräume dienten. Man nutzte dabei wohl die Nähe der großen Bibliotheken auf dem Forum. Im unteren Stockwerk sind 11 kleine Läden untergebracht. Der restaurierte vierte Laden von links vermittelt einen Eindruck vom ursprünglichen Aussehen. Über den Läden im Erdgeschoss verläuft ein überwölbter Gang, an dem 10 weitere Geschäfte liegen. Die Fassade des Gangs ist mit Rundbogenfenstern durchbrochen. Das dritte Stockwerk besteht aus einer Terrasse, auf der eine Straße, die Via Biberatica, entlangführte. Auch hier gab es Läden. Von der Via Biberatica führt eine Treppe zu einer prächtigen zweigeschossigen Halle, die das Zentrum der Anlage bildete und die heute der Eingang zu den Trajansmärkten ist. Im Erdgeschoss lagen an den Längsseiten weitere Läden. Außerdem erreicht man von der Südseite des Saales mehrere zweistöckige Räume, die zum Teil wohl als staatliche Lebensmittellager genutzt wurden. Zudem befanden sich hier die Verwaltungsräume der Markthallen. Anschließend gehen wir jetzt zum nebenanliegenden Augustusforum. Es ist das zweite der 4 Kaiserforen. Über die herausragende Persönlichkeit von Augustus berichte ich im Video zur Geschichte Roms. Mit seinen 125 Metern Länge und 118 Meter Breite war es etwas kleiner als das Trajansforum. Augustus kaufte dazu die auf dem Gelände vorhandenen Privathäuser, um sie anschließend abreißen zu können und so einen ausreichend großen Platz für den neuen Komplex zu schaffen. Eigentlich hätte die Anlage noch größer ausfallen sollen. Doch Augustus hatte sich wohl gescheut, die Grundstücke widerspenstiger Eigentümer einfach zu enteignen. Der Großteil der Anlage liegt unter der Via dei Fori Imperiali begraben. Sie war von Säulengängen eingerahmt, wie wir das auch bei Trajan gesehen haben. Die Fassaden der Säulengänge zur Piazza hin waren durch sogenannte Karyatiden-Figuren verziert. Das sind Frauenfiguren, die in der Architektur statt Säulen eingesetzt werden. Hier verwendeten die Römer Kopien der Karyatiden aus dem Erechtheion auf der Akropolis in Athen. Die Skulpturen wechseln sich mit Schilden, mit den Köpfen von Jupiter, Ammon und anderen Gottheiten ab. An die Säulengänge schlossen sich jeweils halbkreisförmige Ausbuchtungen an, sogenannte Exedren. Hier mit dem Buchstaben E. Wir haben solche Exedren ja schon beim Trajansforum gesehen. Sie hatten hier einen Durchmesser von rund 40 Metern. Wir können Teile ihrer Umrisse ja noch nachvollziehen. In der Exedra im Norden, also auf der linken Seite, befand sich in einer großen Nische in der Mitte eine Skulpturengruppe. Dargestellt waren Aeneas, wie er aus den Flammen Trojas entkam, seinen Sohn Iulus an der Hand führte und seinen Vater Anchises auf den Schultern trug. Hier in der Rekonstruktionszeichnung zu sehen. Es sind der Sage nach die Vorfahren der Familie der Julier, zu der eben Julius Caesar und Augustus gehören. Diese Vorfahren ließen sich also in Italien nieder und Julius gründete die Stadt Alba Longa, etwa 20 Kilometer südöstlich des späteren Rom. Mehrere Könige aus der Familie regierten dann im Lauf der Zeit die Stadt. Und diese Könige waren ebenfalls in den Nischen dargestellt.
Die Exedra auf der gegenüberliegenden Südseite enthielt in der mittleren Nische eine Statue von Romulus, dem Gründer der Stadt. Die Tochter des letzten Königs von Alba Longa, Rhea Silvia, hatte ja ein Verhältnis mit dem Kriegsgott Mars und aus dieser Verbindung ging das Zwillingspaar Romulus und Remus hervor. Welche Botschaften sollten den Besuchern also hier vermittelt werden? Nun auf der einen Seite der göttliche Ursprung der Herrscherfamilie. Stammvater Aeneas war der Sohn der Venus. Andererseits der göttliche Ursprung Roms. Stadtgründer Romulus war der Sohn von Mars. Die Geschichte Roms ließ sich damit auf die Familie der Julier zurückführen. Klar, dass ein solches Forum für Augustus der geeignete Platz war, um seine Bedeutung und die seiner Familie der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und im Mars-Ultor-Tempel schließlich wurden die Kulte der beiden göttlichen Stammeltern Venus und Mars praktiziert. Er bildete auch den Mittelpunkt der Anlage. Von diesem Podiumstempel stehen noch drei Säulen. Er hatte insgesamt 8 Frontsäulen und ebenso viele an den Seiten und bestand aus Carrara-Marmor. Augustus weihte ihn im Jahr 2 vor Christus ein. Anlass für den Bau war das Gedenken an die Schlacht von Philippi 42 vor Christus, dem Rachefeldzug gegen die Mörder Cäsars. Daher auch die Widmung an Mars Ultor, den rächenden Mars. Im Innern befanden sich die Standbilder von Mars und Venus. Die antiken Quellen weisen auf eine dritte Skulptur im Tempel hin, die möglicherweise den vergöttlichten Julius Cäsar darstellt. Die göttlichen Ursprünge der Julier und zugleich Roms wurden auch in den Verzierungen des Giebels verdeutlicht. In der Mitte steht Mars, der als angriffslustiger Gott mit einer Lanze in der rechten Hand als Anspielung auf den Krieg und einem Schwert in der Scheide als Zeichen für das Ende des Krieges dargestellt wird. Links von Mars sieht man Venus mit einem Amor auf der Schulter. Neben Venus befindet sich Romulus und die Personifikation des Palatinhügels. Dort wurde ja das angebliche Wohnhaus von Romulus verehrt. Auch Augustus hatte seinen Palast auf dem Palatin. Näheres dazu auch in unserem Video zum Palatin. Rechts von Mars befanden sich die Statuen der Göttin Fortuna, der Dea Roma, also der vergöttlichten Stadt Rom, und schließlich die Personifikation des Flusses Tiber. An den seitlichen Ecken des Giebels standen 2 geflügelte Siegesfiguren aus vergoldeter Bronze. Der Fuß einer dieser Figuren wurde ausgegraben. Im Tempel wurden wohl auch Standarten römischer Truppen und ein Schwert Cäsars aufbewahrt. Das ganze Forum war durch eine große Mauer nach außen abgegrenzt, die auch als Brandschutzmauer diente. Sie sollte das Forum vom dahinterliegenden Stadtviertel schützen. Das war eigentlich viel zu dicht bebaut und wegen der weit verbreiteten Holzhäuser brachen häufig Brände aus. In dieser großen Mauer befinden sich auch 2 Eingänge zum Forum. 3 Bögen links vom Tempel. Der andere, ein monumentaler Bogen aus Travertin, auf der rechten Seite. In der äußersten nördlichen Ecke neben dem Dreiereingang befand sich noch ein Raum, der besonders reich dekoriert war. Hier stand eine 14 Meter hohe Statue von Augustus. Im Hintergrund ist noch der Sockel zu sehen. In der Mitte des Platzes, den wir uns heute leider nicht mehr erschließen können, stand eine 14 Meter hohe Statue von Augustus auf einem Triumphwagen. Sie war ihm zur Einweihung des Forums vom Senat gestiftet worden. Für Augustus stellte das Forum ein militärisches, administratives und politisches Zentrum des Reiches dar. Hier versammelte sich der Senat, um über Kriegserklärungen zu entscheiden und Frieden zu schließen. Hier opferten auf dem Altar des Tempels die Statthalter vor ihrem Aufbruch in die Provinz. Außerdem wurden hier die Statuen der siegreichen Feldherren aufgestellt, die keine Triumphzüge mehr feiern durften, da dieses Recht inzwischen allein dem Kaiser vorbehalten war. Aufgrund seiner großen Bedeutung wurde es zum Vorbild für den Bau von Foren in den zahlreichen Städten der römischen Welt. Gleich nebenan ist das Nerva-Forum. Wir treffen uns beim Blickfang des Forums den beiden Säulen. Außer diesen Säulen ist vom Forum ja nicht sehr viel erhalten.
Aber schauen wir uns zunächst mal das Forum als Ganzes an, bevor wir die recht interessanten Details der Säulen, Le Colonnacce genannt, unter die Lupe nehmen. Das Nerva-Forum ist das vorletzte und kleinste der kaiserlichen Foren. Sein Bau wurde von Kaiser Domitian vor dem Jahr 85 begonnen, aber von seinem Nachfolger Nerva im Jahr 97 fertiggestellt und eröffnet, daher der offizielle Name. Es wurde auf dem Gebiet einer ehemaligen Straße errichtet, dem Agiletum. Sie führte vom Forum Romanum zwischen der Basilika Aemilia und dem Senat entlang etwa der heutigen Via della Madonna dei Monti und der Via Leonina durch den beliebten Stadtteil Subura. Es war die Straße der Buchhändler und Schuster. Beim Senatsgebäude kann man noch Überreste der Straße erkennen. Das erste Teilstück der Straße wurde dann durch das Forum des Nerva ersetzt. Es behielt jedoch die Funktion eines Durchgangs und aus dem Grund war es auch als Forum Transistorium bekannt. Heute ist das Forum durch die Überbauung der Via dei Fori Imperiali zweigeteilt. Der Grundriss ist lang und schmal mit einem Platz von etwa 120 x 45 Meter. Das Besondere im Vergleich zu den anderen Foren sind die fehlenden Säulengänge. Dafür war das Forum zu schmal. Um dennoch eine ähnliche Optik zu erzeugen, wurden vorspringende Säulen errichtet. Ein der Minerva geweihter Tempel beherrschte das westliche Ende, hinter dem sich ein monumentaler Eingang befand. Minerva war die Schutzgöttin von Domitian. Der Tempel wurde auf einem hohen Podium errichtet und hatte 6 korinthische Säulen an der Vorderseite und jeweils 3 an den Seiten. Die Rückseite des Tempels war durch eine Mauer vom Forum abgeschirmt. Papst Paul V. ließ den Tempel 1606 abreißen. Von der rechten Säulenreihe sind also die Colonnacce und die dahinterstehende Wand übrig geblieben. Die Wand war ursprünglich mit Marmorplatten verkleidet. Sehenswert an den Säulen sind die Reliefs. In der Attika-Zone befindet sich ein größeres Relief, das Minerva darstellt. An den Säulen befinden sich dann die Fragmente eines Frieses, der unter anderem Tugenden römischer Frauen schildert. Interessant sind aber auch die Details aus einem Mythos, der Geschichte von Arachne. Sie ist in der Mitte zu sehen, wie sie sich duckt, während Minerva sie erschlägt. Was steckt dahinter? Arachne war die Tochter eines Färbermeisters in der Stadt Hypaipa in der heutigen Türkei. Ihre Mutter war schon früh gestorben. Arachne war eine Weberin, die wegen ihres besonderen Könnens weithin gelobt wurde. Dies ließ sie hochmütig werden und sie prahlte damit, dass sie geschickter darin sei als die Göttin Athene, deren römische Entsprechung ja Minerva ist. Athene war darüber wütend, aber sie nahm die Herausforderung an. Nun gingen die beiden Frauen ans Werk. Als sie mit ihren Webstücken fertig waren, musste Athene eingestehen, dass Arachnes Werk makellos war. Ihr Neid und die Peinlichkeit, von einer Sterblichen so vorgeführt worden zu sein, ließ sie aber dann doch die Fassung verlieren. Sie zerriss Arachnes Wandteppich und schlug mit ihrem Weberschiffchen auf die Konkurrentin ein. Das ist hier dargestellt. Arachne, die nun die Rache der Göttin vollends fürchtete, erhängte sich darauf. Doch Athene ließ sie nicht sterben, sondern löste den Strick um ihren Hals und versprühte das Gift des Eisenhuts. Daraufhin verwandelte sich der Strick in ein Spinnennetz und Arachne in eine Webspinne. So waren Arachne und ihre Nachkommen dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit zu weben und an Fäden zu hängen. Verlassen wir nun diese Straßenseite und widmen uns den Foren gegenüber. Neben den Resten des Nerva-Forums haben wir hier das Friedensforum des Vespasian. Wenn du drüben bist, geht's weiter. Die Anlage wurde von Vespasian nach der Eroberung Jerusalems im Jahr 71 begonnen und 75 eingeweiht. Nur ein kleiner Teil ist heute ausgegraben. Vor dem Bau des Forums war hier der städtische Lebensmittelmarkt. Der große Forumsplatz mit etwa 135 x 100 Metern war auch hier an 3 Seiten von Säulengängen eingefasst. Im Mittelpunkt der Anlage stand der Tempel des Friedens. Vom Tempel selbst trat nur der Vorbau, der Pronao, in Erscheinung. Der hintere Teil war dagegen in die anderen Gebäude integriert.
Es gab auch hier eine griechische und eine lateinische Bibliothek. Daneben Räume für die Beute aus Jerusalem. Zum Beispiel stand hier der siebenarmige Leuchter, der auch auf dem Titusbogen auf dem Forum Romanum abgebildet ist. Dieser und weitere Kunstwerke bildeten eine Art Museum. Ungewöhnlich war auch der Charakter der Anlage des Platzes. Er war als Garten gestaltet, mit Brunnen und Podesten für griechische Statuen. Das überfüllte Stadtzentrum sollte durch die Grünanlagen aufgelockert werden. Plinius der Ältere bezeichnete den Tempel zusammen mit der Basilica Aemilia und dem Augustusforum als die drei schönsten Bauten Roms. Im Jahr 191 wurde die Anlage durch ein Feuer zerstört, jedoch durch Septimius Severus wieder aufgebaut. In dieser Zeit befand sich im Tempel vermutlich das Grundbuchamt der Stadt Rom. Dieses war nämlich mit einer außerordentlich großen Stadtkarte Roms dekoriert, der Forma Urbis Romae. Der Plan war ca. 18 Meter breit und 13 Meter hoch. Seine Überreste sind bis heute ein wichtiges Zeugnis für die Topographie des antiken Rom. Wenn wir uns etwas weiter nach Süden zur Kirche von Cosmas und Damian bewegen, können wir die Wand sehen, an der der Plan hing. Sie bildet heute die Außenwand der Kirche. Deutlich sichtbar sind noch die Löcher für die Stifte, mit denen die Marmorplatten befestigt waren. Gehen wir jetzt die Straße entlang, wieder nach Norden, gelangen wir ans Caesarforum. Wir treffen uns dort. Es war ja das erste der Herrscherforen. Caesar ließ die Anlage 54 vor Christus beginnen, 46 vor Christus weihte er den noch unvollendeten Bau anlässlich seiner militärischen und politischen Siege in diesem Jahr ein. Vergleichen wir die Rekonstruktionszeichnung mit den archäologischen Resten, können wir uns die damalige Form ganz gut vorstellen. Das Forum bestand aus einem rechteckigen Platz, wir kennen es schon, ungefähr 160 Meter lang und 50 Meter breit. Auch hier umschlossen an drei Seiten Säulengänge das Areal. In der Mitte des Platzes befand sich ein Reiterstandbild Caesars. An der nördlichen Schmalseite des Platzes ist der Tempel der Venus Genetrix, der göttlichen Mutter der Familie der Julier. Wir sind ihr ja bei Augustus bereits begegnet. Durch seine hohen Umgrenzungsmauern wirkt das Caesarforum genauso wie alle anderen Kaiserforen wie eine abgeschlossene Anlage. Die Gänge bestanden aus einer doppelten Säulenreihe aus Carrara-Marmor. Ihre Böden bestanden zur Zeit Caesars ebenfalls aus weißen Marmorplatten. Um für die neue Anlage genügend Platz zu schaffen, wurden zahlreiche Grundstücke von Caesar aufgekauft und eingeebnet. Der berühmte Schriftsteller Marcus Tullius Cicero war Teil jener Arbeitsgruppe, die mit der Planung des Forums beauftragt war. In einem seiner Briefe spricht er auch von Kosten in Höhe von 60 Millionen Sesterzen, die Caesar aus eigener Tasche für die Grundstücke gezahlt haben soll. Zum Vergleich, der Unterhalt und die Ausrüstung einer kompletten Legion kostete den Staat jährlich nur um die 12 Millionen. Das Unternehmen konnte deshalb auch nur durch die Beute aus den gallischen Kriegen der Jahre 58 bis 50 vor Christus bestritten worden sein. Das Forum diente Caesar vor allem als Schaubühne seiner Macht. So ist zum Beispiel vom römischen Schriftsteller Sueton überliefert, wie sich die Zeitgenossen darüber aufregten, dass Caesar die Dreistigkeit hatte, auf seinem Forumsgelände den Senat zu empfangen und zwar auf einem Stuhl sitzend, anstatt, wie es die Tradition verlangte, wenigstens vor den Herren aufzustehen. Eine Geste, die seinen unumschränkten Führungsanspruch unterstrich. Wir wissen aber auch, dass das Forum eine außergewöhnliche Sammlung von Kunstwerken beherbergte, die hauptsächlich aus Gemälden der großen griechischen Künstler und zahlreichen Statuen bestand. Außerdem gab es wohl eine reiche Sammlung von Edelsteinen und anderen seltenen Gegenständen, wie eine Rüstung aus Edelmetallen und mit Perlen besetzte Objekte, die von der Küste Britanniens kamen. Wie ein modernes Museum wurden diese Kunstschätze aber auch der Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht. Die Fertigstellung seines Großprojekts erlebte Caesar aufgrund seines frühen Todes jedoch nicht mehr. Doch das Forum wurde dann durch seinen Nachfolger Augustus fertiggestellt, der es auch noch um etwa 20 Meter erweitern ließ. Das Forum stand jetzt in direkter Verbindung mit dem neuen Senatsgebäude der Curia Julia, das ja ebenfalls unter Caesar begonnen worden war. Aber auch nach Augustus gab es immer wieder Bauperioden am Forum.
Aus der Zeit Trajans stammt ein Bauwerk, das neben dem Venustempel errichtet wurde. Es ist die Basilica Argentaria. Sie besteht aus einem zweistöckigen Säulengang und wurde so genannt, weil sie damals die Argentarii, die Geldwechsler, beherbergte. Auf dem Wandputz kann man zahlreiche Graffiti finden. Und das Vorhandensein mehrerer Verse aus der Aeneis, einem Werk des römischen Dichters Vergil, das die Fahrt von Aeneas aus dem brennenden Troja nach Italien schildert, hat zu Spekulationen geführt, dass das Gebäude möglicherweise auch als Schule genutzt wurde. Weitere Gebäudeteile aus der Zeit Trajans sind die Läden. Womöglich waren es aber auch Verwaltungsbüros, um den reibungslosen Betrieb des Forums zu organisieren. Es findet sich auch eine halbkreisförmige öffentliche Latrine. Sie besaß immerhin ein Heizsystem. Wahrscheinlich gab es eine identische Latrine auf der gegenüberliegenden Seite des Forums, von der jedoch keine Überreste gefunden wurden. Caesars Forum blieb während der gesamten Periode des Römischen Reichs von Bedeutung. Das zeigt sich durch mehrere Wiederaufbau- und Erhaltungsbestrebungen noch im 3. und 4. Jahrhundert. Doch was passierte eigentlich mit Caesars und auch den anderen Foren nach dem Ende des Weströmischen Reiches? Nun, das Ende kam mit der Entvölkerung und dem Verfall der gesamten Stadt Rom am Ende der Antike. Das Gebiet einschließlich des Forum Romanum wurde von der Bevölkerung zum größten Teil verlassen, die sich nun eher zu Marsfeld und nach Trastevere, näher zum Tiber hin, zurückzog. Daraufhin verfiel es. Während des Mittelalters und der frühen Neuzeit wurden in den antiken Ruinen Gemüsegärten und kleinere Häuser errichtet. Die ehemaligen Gebäude dienten aber auch als billiger Steinbruch, man nahm zum Bauen einfach, was man vorfand. Durch einsetzende Versumpfung wurde dieses Stadtviertel aber auch zwischendurch wieder verlassen. Das Land geriet auch in den Besitz verschiedener Klöster und Kirchen, so wie ja zum Beispiel auch die Curia Julia, das Senatsgebäude, in eine Kirche umgewandelt wurde. Durch verbesserte Lebensbedingungen im 17. und 18. Jahrhundert wichen die bescheidenen Häuser der Gegend schon bald prächtig ausgebauten Palazzi. Der größte Eingriff fand allerdings erst in den 1920er Jahren statt. Mussolini rammte die Prachtstraße Via del Impero, die heutige Via dei Fori Imperiali, quer über die Kaiserforen. Damit sind wir am Ende unserer Besichtigung der Kaiserforen angelangt. Weitere Videos zu Rom und anderen Städten findest du in der Infobox oder bei Arc Insight. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Abo unseres Kanals.